Guten Abend miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Abend mit dem Referat von der Renata Asana-Steger. Und auch von Rick begrüßen wir herzlich durch Zimmermann und die Moderation vom heutigen Abend. Nach dem Referat ist auch die Möglichkeit, mit der Frau Asana Fragen zu stellen. Der Cedric wird mit dem Mikrofon nachkommen und ihr könnt eure Fragen der Frau Asana-Steger stellen. Jetzt wünsche ich euch einen interessanten Abend, ein interessantes Referat und darf das Wort in die Ulrike geben. Danke. Auch von mir herzlichst guten Abend miteinander. Vielen Dank dem Präsident von unserem OK vom 50-Jahr-Jubiläum, am Robby Schmidtlin, für die Begrüßung. Der Robby Schmidtlin hat sich sehr engagiert in der Vorbereitung und auch jetzt schon in der Durchführung von ganz vielen verschiedenen Anlässen von unserem 50-Jahr-Jubiläum von der Pfarrei Bruder Klaus. Und heute Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, tut uns wieder ein ganz besonderer Anlass erwarten. Wir dürfen bei uns in der Pfarrei Bruder Klaus sehr herzlich begrüßen Frau Renata Asal-Steger. Herzlich willkommen bei uns, liebe Renata. Danke vielmals. Frau Renata Asal-Steger ist einerseits Präsidentin von der katholischen Landeskirche im Kanton Luzern und außerdem auch Präsidentin von der römisch-katholischen Zentralkonferenz in der Schweiz. Also zwei anspruchsvolle Ämter in der katholischen Kirche in der Schweiz werden von ihr als Frau wahrgenommen. Umso mehr freuen wir uns sehr, dass du, liebe Renata, dir heute Abend Zeit genommen hast, um uns in der Pfarrei einiges zu erzählen, zwischen von dem, wie du Kirche siehst, vom Aufbrechen, vom Unterbrechen und vom Ausbrechen, so hast du den Vortrag überschrieben. Ich darf Ihnen nur kurz erklären, warum wir per Du sind. Wir kennen uns schon viele Jahre. Ich weiß noch, wie du Synodalrätin geworden bist im Kanton Luzern und wir uns immer wieder am Abendweg getroffen haben. Und wir sind beim freundschaftlichen Du geblieben, gell? Bis heute. Schön. Frau Renata Asal-Steger wird uns jetzt einen Vortrag halten. Sie hat einige Bilder dazu mitgebracht in der PowerPoint-Präsentation. Der Vortrag dauert so 30 bis 40 Minuten. Und danach sind wir alle eingeladen, auf Fragen zu stellen an Frau Asal, die sie uns beantworten wird. Hoffentlich kennen wir. Wir werden sehen, wir werden auch miteinander ins Gespräch kommen. Ich freue mich auf einen besonderen Abend und freue mich, dass Sie alle dazu gekommen sind. Darf ich dir, liebe Renata, das Wort geben? Du würdest dich jetzt selber nochmal vorstellen und vor allem deine beiden Rollen als Präsidium von der Landeskirche und von der römisch-katholischen Zentralkonferenz uns nochmal erklären. Danke vielmals, Ulrike. Guten Abend miteinander, liebe Anwesende hier in der Kirche Bruder Klaus. Ich weiss, es hat auch noch Anwesende im Pfarreisaal und es hat Leute, die daheim vor dem PC sind. Ganz herzlich willkommen allen. Dann möchte ich herzlich danken dir, Ulrike, für die sehr schöne und warme Begrüßung. Es freut mich sehr. Es freut mich auch sehr, dass ich eingeladen worden bin, hier bei Ihnen im Rahmen von Ihrem 50-Jahr-Jubiläum ein Referat zu halten. Ihnen dürfen Anstöße, Gedanken oder Impulse mitzugeben mit Blick auf eine glaubwürdige Kirche. Es ist ja kein Geheimnis. Die Glaubwürdigkeit der katholischen Kirche wird stark infrage gestellt. Nicht erst seit gestern und nicht nur hier bei uns in der Schweiz, sondern weltweit. Und es sind unüberhörbare Rufe nach Reformen, nach Veränderungen, werden laut.
Aber dann stellt sich natürlich die Frage, was soll erneuert werden? Was soll verändert werden, damit die katholische Kirche wieder an Glaubwürdigkeit und an Bedeutung gewinnt? Dieser Frage möchte ich jetzt heute Abend versuchen nachzugehen. Ich muss Ihnen sagen, es gibt kein Patentrezept. Das wäre zu schön und das wäre auch zu einfach. Jetzt muss ich da ein mit der Technik. So, jetzt habe ich es geschafft. Mein Referat habe ich so aufgebaut, dass ich Ihnen zuerst etwas sage zu meiner Person, also wer bin ich. Dann haben Sie ja gehört, ich bin einerseits Präsidentin von der römisch-katholischen Landeskirche vom Kanton Luzern und andererseits von der römisch-katholischen Zentralkonferenz von der Schweiz, also RKZ. Ich möchte Ihnen gerne auch die beiden Organisationen kurz vorstellen. Dann stelle ich die Frage, was heisst eigentlich Glaubwürdigkeit allgemein? Was heisst es für die katholische Kirche? Und dann mache ich wie einen kleinen Exkurs, sage ich jetzt mal, zu diesen 10 Schritten zu einer geschwisterlichen Kirche von Frauen und Männern. Vielleicht haben Sie von dem schon gelesen. Das ist ein Diskussionspapier, wo eine Arbeitsgruppe vom Synodalrat beauftragt wurde und hat so ein Diskussionspapier mit 10 Schritten erarbeitet. Ich möchte Ihnen 3 von diesen Schritten ein bisschen näher erläutern. Das ist einerseits die Vertrauenskultur, andererseits die Erneuerung des Gottesbildes und eine menschenrechtsbasierte Kirche. Und dann möchte ich Ihnen noch etwas erzählen, von was für einer Kirche dass ich eigentlich träume, von einer geschwisterlichen Kirche. Ich muss so immer 2-mal drücken. Entschuldigung. Wer bin ich? Mein Name haben Sie schon gehört, Renata Asal-Steger. Ich bin verheiratet. Ich habe mit meinem Mann zusammen 2 erwachsene Söhne mittlerweile und wir wohnen in Luzern als Familie. Aufgewachsen bin ich in Etiswil. Das ist ein Dorf zwischen Willisau und Sorsi. Ich habe dort eine Primarschule gemacht, Kantonsschule in Willisau und Sorsi und mit Matura abgeschlossen. Dann habe ich Heilpädagogik studiert an der Uni Freiburg und auch gearbeitet als Heilpädagogin mit schwerst geistig behinderten Jugendlichen im Rüti Matti, das ist in Sachsen. Ich habe noch ein 2. Studium angefangen. Ich bin noch Fürsprecherin, das ist bernische Rechtsanwältin, und hatte das Glück gehabt, beide Studien miteinander zu verbinden, also das Pädagogische und das Juristische. Ich habe im Erziehungs- und Kulturdepartement vom Kanton Luzern arbeiten in der Rechtsberatung. Wir haben während 8 Jahren in Freiburg im Breisgau gewohnt, als Familie. Mein Mann kommt vom Schwarzwald. Und durch das sind wir dann dort auf Deutschland gezogen. Und in dieser Zeit durfte ich in der Pfarrei arbeiten. Und das Pfarreiliche ist mir sehr nachgekommen. Ich bin dort, das heisst, dort der Pfarrgemeinderat, da würde man sagen, im Pfarreirat gewesen. Und durfte dort fest mitarbeiten, habe dort in dieser Zeit noch einen theologischen Kurs besucht. Wo wir wieder umgekommen sind, das war 2005, habe ich mich dann auch bei uns in der Pfarrei engagiert. Das ist die Franziskanerpfarrei, die Luzern, die kennen Sie wahrscheinlich alle. Ich war dort im Vorstand von der Frauengemeinschaft. Ich war dort auch im Pfarreirat und ich bin dort nach wie vor Lektorin und Kommunionhelferin. 2010 bin ich in den Synodalrat gewählt worden und seit 2012 bin ich in der römisch-katholischen Zentralkonferenz als Delegierte und seit 1,5 Jahren habe ich dort das Präsidium. Da habe ich noch
es schlägt mein Herz noch für etwas anderes, was Sie vielleicht auch schon gehört haben. Ich bin auch Präsidentin vom Verein Kirchliche Gassenarbeit seit 2013 und engagiere mich auch als Stiftungsrätin im Fastenopfer. Das wäre so ein bisschen kurz zu meiner Person. Dann möchte ich gerne etwas sagen, was ist eigentlich die römisch-katholische Landeskirche vom Kanton Luzern. Ich weiss nicht, ob Sie da eine kleine Vorstellung haben. 1970 haben sich 85 Kirchengemeinden zusammengeschlossen zu der römisch-katholischen Landeskirche hier im Kanton Luzern. Und im Zentrum gestanden ist der Finanzausgleich zwischen den schwächeren und den stärkeren Kirchengemeinden. Also die Landeskirche ist wie eine Dachorganisation. Sie hat eine Verfassung und sie hat auch ein Parlament, das ist die Synode, und eine Regierung, das ist eben der Synodalrat. Die Landeskirche ist eine Körperschaft vom öffentlichen Recht, ist also öffentlich-rechtlich anerkannt und kann durch das auch Kirchensteuern einziehen. Analog wie die evangelisch reformierte Landeskirche oder die christkatholische Landeskirche. Der Sitz ist zu Luzern. Sie sehen hier das grosse Gebäude. Es ist ein ehemaliges Dominikanerinnenkloster hinter der Hofkirche. Das ist der Sitz von der Synodalverwaltung und von der Fachbereich und wo der Synodalrat alle 14 Tage ausser in den Ferien tagt. Wir sind dort aber zu Miet beim Verein Basilea, das ist ein Verein vom Bistum. Und den Ostflügel haben wir als Landeskirche können kaufen, ein bisschen später. Und das ist jetzt vermietet. Dann wissen Sie vielleicht auch, die katholische Kirche von der Schweiz könnte in sehr vielen Kantonen, nicht in ganz allen, die duale Struktur. Das ist weltweit einzigartig. Es ist nie, ist die katholische Kirche so aufgebaut. Das heisst, es gibt zwei Führungslinien. Sie sehen dort die schwarze Linie, das ist die pastorale Führungslinie mit Pfarreien, Pastoralräumen. Dann kommt nachher Bistümer, also bei uns Bistum Basel. Da gibt es im Bistum Basel ja noch drei Bistumsregionen. Wir sind in der Bistumsregion St. Victor und dort hat eben Ulrike Zimmermann ist dort mal tätig gewesen, als Bistumsregionalverantwortliche. Wegen dem können wir uns. Und auf nationaler Ebene ist es eben die Schweizer Bischofskonferenz. Das Bondot, also auf gleicher Ebene wie die Schweizer Bischofskonferenz, ist die römisch-katholische Zentralkonferenz, die sogenannte RKZ, unten drauf kantonaler Ebene eben die Landeskirche und zuunterst Kirchengemeinde. Einfach, dass Sie mal so eine Ahnung haben, wie das aufgebaut ist. Das sind eigentlich auch noch komplexe Strukturen, muss man sagen. Aber die duale Struktur heisst auch, man hat verschiedene Aufgabenbereiche, verschiedene Kompetenzen, aber man muss zusammenarbeiten, weil man zusammen für die Kirche etwas Gutes erreichen und will, die Aufgaben auch erfüllen, die man in dieser Kirche hat. Ich habe schon angetönt, die Landeskirche könnte ein Parlament, das ist die sogenannte Synode, und da haben wir auch Leute unter uns, die da Synodale sind und dort tätig sind. Dann haben wir eine Exekutive, das ist der Synodalrat. Man kann das eigentlich analog fast sagen wie auf politischer Ebene mit Kantonsrat und Regierungsrat. Es sind ganz ähnliche Aufgaben. Und wir tagen auch zweimal im Jahr, Sie sehen das im Kantonsratssaal. Also nicht in Corona-Zeiten. In Corona-Zeiten sind wir das letzte Mal in der Herbstsession im Centro Papa Giovanni gewesen, und das sind wir jetzt auch wieder. Es ist die Frühlingssession, also es gibt eine Frühlings- und Herbstsession.
Frühlingssession findet am 26. Mai statt, also schon bald. Die Synode hat 100 Mitglieder und im Synodalrat sind 9 Mitglieder. Da können wir noch eine Synodalverwaltung und einen Fachbereich. Der KZ ist auf schweizerischer Ebene, das ist der Dachverband von der kantonalkirchlichen Organisationen, also man kann auch sagen von den Landeskirchen. Es hat nicht jeder Kanton hat so eine Landeskirche, aber insgesamt sind das 50 Delegierte, also eigentlich jeder Kanton außer Appenzell-Innerrhoden und Ausserrhoden, die haben nur je einen Delegierten, aber sonst schickt jeder Kanton bzw. 2 Bistümer, Wallis und Tessin 2 Delegierte in die RKZ-Plenarversammlung, die trifft sich 3-mal im Jahr. Gegründet wurde ist, Sie sehen es, ähnlich wie die Landeskirche 1970, der RKZ 1971. Wir hätten eigentlich dieses Jahr das 50-Jahr-Jubiläum, aber wir können auch nicht so feiern, wie wir das gerne hätten wollen und haben jetzt die Feierlichkeit aufs nächste Jahr verschoben. Hoffen wir, dass es dann klappt. Wir können ein Präsidium, das sind 5 bis 6 Personen, wo das ist wie nicht der Vorstand eigentlich und ich darf das präsidieren. Dann haben wir ein Generalsekretariat und 3 Kommissionen, Finanzkommission, Kommission für Staatskirchenrecht und Religionsrecht und eine Kommission für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Der KZ schafft mit der Bischofskonferenz zusammen. Wir haben auch ein gemeinsames Gremium, wo wir uns 3-mal im Jahr treffen, paritätisch zusammengesetzt. Wir haben eine Zusammenarbeitsvereinbarung, wo wir uns über die strategischen Aufgaben und wie wir die finanzieren, austauschen. Also auch da spielt das duale System. Ich weiß nicht, ob Sie es lesen können. Es heisst da, auf Veränderungen zu hoffen, ohne selbst etwas zu tun, ist wie am Bahnhof zu stehen und auf ein Schiff zu warten. Das ist, so habe ich mich beworben für mein Präsidium für die RKZ. Ich wollte sagen, wenn ich etwas verändern will in dieser Kirche, dann muss ich etwas dazu tun. Ich darf nicht einfach nur warten und denken, es kommt vor mir selber, sondern dann muss ich mich engagieren und muss auch für etwas da stehen. Weil mir liegt die Kirche am Herzen, die katholische Kirche liegt mir am Herzen und ich finde die Botschaft, die sie hat, die christliche Botschaft, die es stärkt mich, die ist gut für die Menschen, die ist gut für die Gesellschaft. Und es ist wichtig, dass es sie gibt. Und so habe ich auch mit einem gewissen Respekt habe ich für diese Führungsaufgabe mich zur Verfügung gestellt. Das Zitat ist übrigens von Albert Einstein. Also das ist nicht jemand eins von mir, sondern das ist von Albert Einstein. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, was mache ich als RKZ-Präsidentin? Als RKZ-Präsidentin, Sie können jetzt lesen, leite ich Präsidiumssitzungen. Das sind etwa 6 im Jahr unter die 3 Plenarversammlungen. Ich kann Themen anregen oder Vorgehensweisen anregen. Ich kann so mitgestalten. Ich bin im Dialog mit der Schweizer Bischofskonferenz und ich vertrete auch der KZ gegen aussen. Also ich kann gewissen Einfluss nehmen und habe gewisse Kompetenzen und Gestaltungsmöglichkeiten. Aber ich kann nicht, wir sind ein demokratisches Gremium, also ich kann nicht irgendwie selber Entscheid fällen oder so. Das ist nicht der Fall. Glaubwürdigkeit.
Mein Referat steht ja unter dem Titel Unterbrechen, Aufbrechen, Ausbrechen. Anstöße auf dem Weg zu einer glaubwürdigen Kirche. Aber was heisst nun jetzt eigentlich glaubwürdig? Glaubwürdigkeit. Ich habe mich im Vorfeld natürlich von dem Referat mit dem Begriff auseinandergesetzt und habe gemerkt, einerseits ist da Glaube drin und es ist Würde drin. Und da habe ich ein Zitat gefunden von einem israelischen Journalist und Autor. Der heisst Daniel Dagnan. Und das Zitat geht über Glaubwürdigkeit. Und er hat gesagt, Glaubwürdigkeit ist doch eine einfache Sache. Man sagt, was man tut, und man tut, was man sagt. Oder anders gesagt, jemand oder etwas ist glaubwürdig, wenn jemand das, was er sagt, auch macht. Also wenn das übereinstimmt. Wort und Handeln. Es gibt auch Synonym für glaubwürdig sein. Das ist authentisch oder aufrichtig, ehrlich, vertrauenswürdig. Und wenn man jetzt das Zitat so liest, könnte man eigentlich sagen, das ist ganz eine einfache Sache. Man muss einfach das, was man sagt, muss man auch machen. Aber wir wissen alle, dass das nicht immer so einfach ist. Dass das, was wir sagen, dass wir das auch machen. Das ist manchmal eine ganz grosse Herausforderung. Ich möchte Ihnen ein Beispiel noch zeigen oder sagen, wo ich finde, das ist eine glaubwürdige Beziehung. Oh, jetzt habe ich da. Entschuldigung. Ich nehme an, Sie können die beiden. Oder die sind Ihnen irgendwo vertraut. Es ist Ihr Kirchenpatron, der Bruder Klaus, und seine Frau Dorothea. Bei der Vorbereitung auf das Referat sind mir die beiden in Sinn gekommen und auch als eindrückliches Beispiel für eine glaubwürdige Beziehung. Und wir wissen alle, dass ihr Verhältnis, das sie hatten, das Vertrauen zueinander, das ist nicht einfach vom Himmel gefallen. Sie hatten schwierige Zeiten, Zeiten, wo sie sich sehr miteinander auseinandergesetzt haben, wo sie sich wahrscheinlich jedes für sich sehr einsam gefühlt haben. Aber sie haben miteinander gerungen. Sie haben miteinander gerungen um einen gemeinsamen Weg. Und das haben sie auch geschafft. Aber sie haben das gemeinsam geschafft. Wenn eins gesagt hat, nicht einverstanden gewesen wäre mit diesem, dann wäre das nicht gegangen. Also, wir wissen auch heute, dass Dorothea ja gesagt hat zu dem Weg vom Bruder Klaus. Glaubwürdig sein heisst nicht immer, dass es einfach ist, sondern dass man eben muss miteinander auf dem Weg sein und miteinander ringt und miteinander auch ein Verständnis hat füreinander, den anderen im Blick hat und ein Vertrauensverhältnis hat, dass man Vertrauen hat ineinander. Das ist sicher etwas ganz Wesentliches. Wie steht es nun aber mit der Glaubwürdigkeit der katholischen Kirche? Wenn man bis vor kurzem gefragt hat, was sind für Institutionen vertrauenswürdig? Das sind ja meistens, ich sage es jetzt mal so, Banken und Industriekonzerne haben nicht unbedingt zu den Institutionen gehört, wo man gesagt hat, die sind vertrauens- und glaubenswürdig. Und seit längerem gehört jetzt auch die katholische Kirche, gehört jetzt dort auch dazu, dass man ihre Glaubwürdigkeit ist irgendwie angekratzt und es ist von einer Krise gedreht. Darum habe ich das Bild gewählt, die dunklen Wolken am Himmel, am Kirchenhimmel.
Es sind dort dunkle Wolken aufgezogen. Und ausgelöst ist das vor allem auch die Glaubwürdigkeitskrise durch die Missbrauchsskandale. Sicher haben Sie von dem auch gehört. Man hört ja immer wieder von dem. Die sind ja weltweit passiert. Und durch die Missbrauchsgeschichte, durch die Skandale, hat die katholische Kirche wirklich sehr, sehr viel Vertrauen verloren, hat viel an Glaubwürdigkeit verloren und ist auch in eine Krise gestürzt. Denn die katholische Kirche ist ja eigentlich eine moralische Instanz. Und da in dem Fall ist jetzt das, was man sagt und die Botschaft, die man hat, die stimmt nicht überein mit dem, wie man handelt. Es sind Abhängigkeiten ausgenutzt worden, Würde ist verletzt worden und das Leben von vielen Menschen ist durch den Missbrauch wirklich zerstört worden. Es hat unendlich viel Leid gegeben und das Ausmaß kann man eigentlich, was da passiert ist, das sprengt jede Vorstellung. Mittlerweile weiss man auch, dass der Missbrauch auch mit den Strukturen zusammenhängt, die in den katholischen Kirchen sind. Und dass man sagt, es müsse hier in diesem Bezug, in Bezug auf die Strukturen, Reformen passieren. Einerseits muss man den sexuellen Missbrauch das aufschaffen. Und da ist man ja auch dran. Man hat Präventionsmassnahmen, man hat Interventionsmassnahmen. Aber das allein reicht noch nicht. Man muss auch reden über die kirchliche Sexualmoral, um den Umgang mit der Homosexualität, über das Zölibat, über das Ämterverständnis. Und mit dem Ämterverständnis ist natürlich auch verbunden die Rolle der Frau in der Kirche. Das alles, denke ich, muss man in Blick nehmen, muss man anschauen, muss man thematisieren und Veränderungen in die Wege leiten. Die Kirche als Baustelle. Das ist sie eigentlich schon immer gesehen. Ah, Entschuldigung, das sehen Sie nicht. Die Kirche als Baustelle. Also das ist ja einerseits ist es so, dass viele kirchliche Gebäude immer wieder renoviert werden und restauriert werden. Aber die Kirche hat ja auch noch eben andere Baustellen im bildlichen Sinn. Und von dort her braucht es auch da eben eine Erneuerung. Ein Aggiornamento, könnte man auch sagen, damit die Kirche in Zukunft wieder glaubwürdig wird und ernst genommen wird und Vertrauen hat. Also das eine ist, wie ich schon gesagt habe, der Glaubwürdigkeitsverlust, den sie hat. Es gibt aber noch andere Herausforderungen natürlich für die Kirche. Das ist nicht, ich sage jetzt mal, die einzige Baustelle. Es ist eine Pluralisierung da in den Religionsgemeinschaften. Sie sind vielfältiger geworden, aber auch innerhalb von der Religionsgemeinschaften gibt es Vielfalt. Es gibt eine Positionierung, zum Teil sogar eine Polarisierung. Wir haben das können beobachten, zum Beispiel die Diskussion um Konzernverantwortungsinitiative. Das ist ein deutliches Beispiel, wie es dort polarisiert zu Polarisierung gekommen ist. Es gibt eine Minorisierung. Die beiden grossen Konfessionen, evangelisch, reformiert und römisch-katholisch, die sind auf dem Weg zu einer Minderheit. Das haben sie sicher auch, wissen sie sicher auch, aufgrund von diesen Kirchenaustritt. Die migrantische Prägung, ein Drittel der Katholikinnen und Katholiken in der Schweiz haben einen Migrationshintergrund. Das prägt eine Konfession auch. Und da muss man auch schauen, wie geht man mit dem um, wie ist man da gemeinsam auf dem Weg. Und dann auch ein Rückgang von der Mitgliederbindung. Also man ist viel, viel distanzierter zu den Kirchen, man ist nicht mehr so vertraut mit ihrer Botschaft.
mit ihren Traditionen. Das ist ja nicht nur bei den Kirchen so, das ist auch bei anderen, ich sage jetzt Vereinen so, dass da die Mitgliederbindung zurückgeht, aber bei den Kirchen ist das eben auch der Fall. Und Kirchenaustritt, wie schon gesagt, die nehmen einfach wirklich rasant zu. Es gibt kein Patentrezept, wie man all die verschiedenen Baustellen in so Kirchen hat, wie man jetzt mit denen kann renovieren und dass es wirklich nachher wieder Kirchen ganz neu erscheint. Aber ich bin überzeugt, dass die Erwartungen an Lösungen oder an Reformen, dass man die nicht einfach noch oberrichten kann. Dass man sagen kann, ja, zu Rom müssen sie halt, oder die Bischofskonferenz muss halt, oder der KZ muss halt. Wir können nicht alle etwas dazu tun und vor Ort etwas dazu tun. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass Pfarreien, Kirchengemeinden vor Ort lebendig sind. Eine lebendige Gemeinschaft, die miteinander auf dem Weg ist, miteinander auf der Suche. Ich denke, das ist eigentlich das, was am erfolgsversprechenden ist. Ich weiss nicht, ob Sie von dem Projekt Kirchensteuern sei Dank auch schon etwas gehört haben. Das ist ein Projekt unter anderem von der Luzerner Landeskirche, aber nicht nur. St. Gallen hat das zuerst ins Leben gerufen und jetzt springen verschiedene Landeskirchen auch drauf. Es geht darum, das ist eine interaktive Webseite, das können Sie finden im Internet, also unter den Landeskirchen. www.kirchensteuernseidank.ch, das ist eigentlich unter dem, finden Sie es, wo Sie können sehen, wo Kirchensteuern hergehen. Was passiert mit Ihren Kirchensteuern? Vielfach hat man ja auch die Idee, das ist in die Gebäude, in die Renovation und in den Gottesdienst, aber das ist auch der Fall und das ist auch ganz wichtig. Das möchte ich jemanden gar nicht absprechen. Aber es gibt noch ganz viele andere Handlungsfelder oder Aufgabengebiete, die Kirchen auch mit den Kirchensteuern unterstützen. Sei es im Diakonischen, sei es im Sozialen Bereich. Und das kann man dort, sieht man dort ganz gut, wo überall, man kann das so ein bisschen anklicken und wo allen Orten Kirchensteuern einfließen sind. Das ist jetzt eine Möglichkeit von der Landeskirche, sage ich jetzt, um glaubwürdig zu sein, um transparent zu sein, um zu sagen, wo gehen die Kirchensteuern durch. Dass man darüber auch informiert, das ist etwas ganz Wichtiges, dass man weiss, was mit dem Geld passiert. Ich würde sagen, die katholische Kirche muss wieder an Leuchtkraft gewinnen, muss Leuchtkraft bekommen. Von dem hat sie einfach wirklich sehr viel verloren. Sie hat immer mehr, kommt sie so einen marginalen Platz über bei den Menschen, wenn überhaupt. Viele haben keinen Bezug mehr, haben keine Beziehung mehr zu der Kirche. Aber ich bin überzeugt, die Kirche hat etwas zu sagen, ihre Botschaft, die christliche Botschaft, das Evangelium, die befreiende, die menschenfreundliche Botschaft, die hat wirklich auch heute ihren Platz und ist wichtig für uns Menschen untereinander, für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft. Die Kirche muss an den Brennpunkt des Lebens präsent sein, muss sich mit dem auseinandersetzen, was im Leben passiert, was die Menschen beschäftigt, an Freudvollem, an Leidvollem, an Hoffnungsvollem. Dort muss sie einfach bei den Menschen sein. Und ich denke, so, wenn sie dort präsent ist, und das ist beispielsweise jetzt in dieser Corona-Zeit auch etwas gesehen, eine Möglichkeit,
dass die Kirche bei den Menschen war, dann gewöhnt sie auch wieder an Glaubwürdigkeit. Und eben wichtig vor Ort. Ich denke, vor Ort kann man wirklich am meisten bewirken, dass man einfach da ist, dass man mit den Menschen ist, dass man miteinander auf dem Weg ist. Und die Botschaft, die frohe Botschaft, die ja das Evangelium ist, das ist eine hoffnungsvolle Botschaft. Nicht eine Botschaft vom Misstrauen, sondern eine Botschaft vom Vertrauen, vom Stärken, dass man die auch spürt. Dann haben Sie vielleicht schon etwas gehört vom Weg der Erneuerung. Es wird ja, wie schon gesagt, überall gehört man, man muss die Kirche reformieren, es braucht Veränderungen. Man muss also wie etwas unterbrechen, es braucht etwas Neues, man muss aufbrechen, man muss etwas wagen und man muss ausbrechen. Das wäre eigentlich das, was die Veränderung der Erneuerung würde ausmachen. In Deutschland sagt man dem den synodalen Weg. Da haben wir ja in den Medien, hört man ja da relativ viel davon, wie da Bischöfe mit den Gläubigen unterwegs sind. In der Schweiz heisst das Weg der Erneuerung. Die Frage ist jetzt aber, wie sieht der Weg aus und was soll erneuert werden? Über das muss man sich miteinander an den Tisch sitzen, über das muss man reden. Da muss man zusammen einen Weg finden, weil das ist nicht, da haben wir ja auch unterschiedliche Vorstellungen. Aber ich glaube, es sind alle eigentlich die Überzeugung, dass etwas sich müsste verändern. Der Erich Fried hat einmal gesagt, wer will, dass die Welt bleibt, wie sie ist, der will nicht, dass sie bleibt. Ich finde, wir können das auch für die Kirche umwandeln und sagen, wer will, dass die Kirche bleibt, wie sie ist, der will nicht, dass sie bleibt. Es gibt verschiedene Initiativen, vor allem auch, wo es darum geht, die Stellung der Frau in der katholischen Kirche zu thematisieren und zu verändern. Vielleicht haben Sie von einigen solchen Initiativen schon gehört. Also einerseits von der Junia-Initiative. Es war gerade gestern der Tag von der Apostelin Junia. Sie ist ja lange, hat man gesagt, wir sind nicht eine Apostelin, sondern der Apostel Junias. Und seit der Einheitsübersetzung haben wir jetzt die Frau vorgehoben. Also es ist wirklich so, das haben wir einfach lange männlich behalten. Und es geht hier um die Berufung zum sakramentalen Dienst. Also die Berufung zu dem sakramentalen Dienst, das soll unabhängig sein von Lebensform, vom Geschlecht oder vom Amt, das man hat, also nur von den geweihten Personen. Das sind ja immer die Männer. Sondern, dass man, wenn man ein Charisma hat von dem, dass man den auch soll dürfen, zum sakramentalen Dienst berufen sein. Oder es gibt das Voices of Faith, das ist eine weltweite Vernetzung von Frauen, also das Thema, die Stellung der Frau in der Kirche, das ist nicht nur, ich sage jetzt mal im deutschsprachigen Raum, ein Thema, dass man da etwas, dass die Frauen sehr gleichberechtigt sind, also wenn die auch die gleichen Rechte haben, sondern das ist eigentlich weltweit ist das ein Thema und da tun sich die Frauen vernetzen. Dann gibt es die Schritt für Schritt Gebet am Donnerstag, das ist eigentlich und die Initiative kommt vom Kloster Pfarrherr. Das sind Benediktinerinnen, die hier ein Gebet verfasst haben, wo auch Donnerstag oben wird das in also dort sicher auch im Kloster Pfarrherr, aber auch weltweit wird das gebeten.
Dann haben Sie vielleicht auch gesehen, dass die katholischen Frauen mitgemacht haben am Frauenstreiktag. Das Motto war ja Gleichberechtigung, Punkt. Und die katholischen Frauen haben den Gleichberechtigung, Punkt, Amen. Sind dann so, haben sich gezeigt. Und dann noch die Kirche mit den Frauen. Das ist eigentlich geht das auf die Initiative von der Hildegard Äppli. Sie ist Seelsorgerin im Bistum St. Gallen. Sie ist eigentlich die Initiantin von der Kirche mit den Frauen. Und hat es im 2016 eine Pilgerreise gegeben von St. Gallen bis nach Rom. Männer und Frauen sind gepilgert, also nicht alle den ganzen Weg. Wir konnten immer wieder einsteigen oder wir konnten auch einfach am Schluss auf Rom. Das Ziel war, dass wir im Papst Franziskus ein Schreiben übergeben wollen, dass alle Frauen teilhaben wollen an kirchlichen Ämtern und an Entscheidungen und an Verantwortung übernehmen in dieser Kirche. Im Juli 2016 war der grosse Tag in Rom. Leider ist der Papst, haben wir den Brief ihm nicht können in diesem Zeitpunkt übergeben. Wir konnten ihn noch einmal später übergeben, aber er ist an dem 2. Juni ist das so nicht möglich gewesen. Aber die Kirche mit den Frauen, da schließt jetzt eben eigentlich die 10 Schritte an, oder das ist der Auslöser für die 10 Schritte zu einer geschwisterlichen Kirche von Frauen und Männern. In Rom, im Juli 2016, sind auch Frauen von Luzern dort gewesen, also zwei Synodalratskolleginnen von mir und ich. Wir sind aber privat dort gewesen, nicht als Synodalrätinnen, sondern wirklich privat. Und haben an dem Tag teilgenommen. Und unter anderem ist dort eine Messe im Vatikan und aber noch andere so Impuls-Gottesdienste, sage ich jetzt einmal, wo auch der Bischof Felix einen Impuls gegeben hat. Zur geschwisterlichen Kirche. Und er hat dort unter anderem Katharina von Siena hat er zitiert und hat gesagt, nicht das Beginnen wird belohnt, sondern das Durchhalten und ich bemühe mich durchzuhalten. Und er sei sehr froh, wenn wir ihm Vorschläge geben unterbreiten für eine geschwisterliche Kirche. Das haben wir so gehört und so mitgenommen und haben uns überlegt, sollen wir jetzt hier auch irgendeine Arbeitsgruppe bilden, wäre das gut, dass wir hier Vorschläge ausarbeiten. Das war ein bisschen längerer Prozess, also das, ist nicht gerade mal, das hat mehr als ein Jahr gebraucht, bis die Synodalrätliche Frauenkommission ein entsprechendes Konzept erarbeitet hat, das im Synodalrat unterbreitet hat und gesagt hat, wir möchten gerne an dieser Thematik weiterarbeiten und eine Arbeitsgruppe einsetzen. Der Synodalrat hätte das Konzept genehmigt und die Arbeitsgruppe ist eingesetzt worden. Ich durfte Teil sein von dieser Arbeitsgruppe. Wir waren 8 Personen gewesen, unterschiedlichen Alters, unterschiedlichen Funktionen, 4 Frauen und 4 Männer. Und alle hatten so eine Art Schlüsselpersonen, die wir mit einem Interview gemacht haben. Leute aus der Kirche, Leute aus der Politik, Leute, einfach so, wo wir 25 Interviews hatten, wo wir ihnen die Frage gestellt haben, wie erlebt ihr die Geschwisterlichkeit in der Kirche? Was gefällt euch? Was vermisst ihr? Wo wird es nicht gelebt? Was wünscht ihr euch? Das sind so die Fragen gewesen. Und aus diesen Interviews heraus, also aus dem Konzentrat, sind die 10 Schritte entstanden. Also das ist nicht irgendwie
etwas, das die Arbeitsgruppe sich aus den Fingern gesogen hat oder so, sondern es hat sich wirklich ergeben aus diesen 10 Interviews. Und das sind nicht Forderungen, das möchte ich einfach wirklich klar sagen, das ist ein Diskussionspapier. Der Synodalrat und die Arbeitsgruppe möchten gerne, dass man sich mit diesen 10 Schritten auseinandersetzt, in Pastoralteams, Geweihte, Nicht-Geweihte und zu diesen Punkten dort diskutieren. Sie sind auch nicht abschließend, also das heisst nicht, wenn man die Punkte diskutiert hat und den Weg sieht, dann nachher ist das sicherlich eine geschwisterliche Kirche. Da gibt es noch viele andere Punkte auch. Also das sind wir uns bewusst, aber es ist wie ein Anstoß. Und ich weiss von vielen Pfarreiteams, oder wo sich schon mit diesen 10 Schritten wirklich auseinandersetzen. Also es soll eine Wegbeschreibung sein für kirchlich engagierte Menschen, von der Basis bis zum Bischof. Dass man einen Aufbruch wagt und die Vision vom Reich Gottes, wo wir ja alle auch haben, im Hier und Jetzt würde verwirklichen. Das wäre eigentlich so ein Anstoss, denkt. Und der Schritt oder der Weg in die Zukunft, das ist Schritt für Schritt. Also das braucht auch sehr viel Geduld, sage ich jetzt. Und dann gehen wir wieder mal einen Schritt hinter sie und wieder vielleicht ein, zwei für sie oder so. Aber das ist nicht, da gibt es nicht einen richtigen Weg oder einen falschen Weg. Aber einfach, dass man den Weg wagt, miteinander zu gehen. Es sind Grundhaltungen in diesem Papier, wie zum Beispiel die Vertrauenskultur oder dass man eine Bescheidenheit an den Tag legt, aber auch Visionen wie die Erneuerung des Gottesbildes. Einer von diesen Schritten, und zwar der erste, Sie haben dahinter Flyer, Sie können ihn gerne mitnehmen, ist Vertrauenskultur. Und ich würde jetzt mal sagen, die Vertrauenskultur, das ist eigentlich Basis für den geschwisterlichen Weg. Wenn das Vertrauen nicht da ist, dann kann man sich eigentlich auch nicht zusammen auf den Weg machen. Und für das Vertrauen braucht es einen Wertschätzenden, es braucht einen offenen und es braucht einen konstruktiv-kritischen Dialog. Das ist das Anliegen von dem ersten Schritt, dass man miteinander so auf den Weg geht. Und das ist auch ein Ringen. Das Vertrauen ist vielleicht nicht immer von Anfang an gegeben, sondern da muss man sich miteinander auseinandersetzen, in aller Offenheit, im Gespräch sein, und zwar zwischen Männern und Frauen, zwischen Geweihten und Nicht-Geweihten. Das wäre eigentlich der erste Schritt. Und das ist wie eine Basis, dass man sich überhaupt auf den Weg machen kann. Ich habe hier ein Bild gefunden für Vertrauen. Wenn man so etwas macht, muss man sicher haben, man muss sicher das Vertrauen haben zueinander, sonst geht das gar nicht. Und ohne Vertrauen bleibt Geschwisterlichkeit wirklich eine Worthülse. Das ist ein schönes Wort, aber das muss gefüllt werden vor Ort. Es muss Wertschätzung um sein. Man muss wirklich miteinander auf den Weg gehen. Und dazu gehört auch, wie man miteinander kommuniziert, natürlich. Wie man den Ton, den man miteinander hat. Das ist eine wichtige Angelegenheit, sage ich jetzt einmal. Kommunikation und Partizipation, dass man teilnehmen kann an etwas, bei Entscheidungen. Dass man das teilt miteinander. Nicht jemand befiehlt und sagt, so und so geht, sondern dass man miteinander nach Lösungen sucht. Ich möchte Ihnen hier noch in dem Gebet, das ich vorhin gesagt habe, Schritt für Schritt vom Kloster Pfarr, hat es eine ganz
eindrücklichen Abschnitt, sage ich jetzt mal, wo das sehr gut ausdrückt, um was es hier eigentlich in diesem Vertrauen geht. Und zwar ist dort ein Teil von dem Gebet, steht, in dieser Zeit, in der Angst und enge Lähmen und die Zukunft düster erscheint, braucht es großes Vertrauen, um mit Zuversicht nach vorn zu schauen. Es braucht Vertrauen, dass durch neue Wege und einschneidende Veränderungen mehr Gutes geschaffen wird, als durch Verharren im Ist-Zustand. Ich finde, das drückt für mich sehr viel aus, um was es eigentlich geht. Dann ein weiterer Schritt ist die Erneuerung vom Gottesbild. Es ist ja prägend für uns, wie wir von Gott reden. Und es geht auch nicht darum, dass wir sagen, dass das Gottesbild ist richtig und das Gottesbild muss es sein, sondern es geht darum, dass man sensibilisiert und darauf hinweist auch, dass es auch in der Bibel gibt es auch ganz unterschiedliche Gottesbilder. Es gibt nicht das eine Gottesbild, sondern Gott ist ja viel grösser als das, was wir uns können überhaupt vorstellen. Wir können Gott nicht in ein Bild packen. Aber wir haben gleich eine gewisse Vorstellung, wahrscheinlich jeder und jede Einzelne von uns, von Gott. Das beispielsweise ist ein männliches Gottesbild. Das treffen wir ja in der Bibel auch an. Aber in der Bibel gibt es nicht nur männliche Gottesbilder. Da ist Gott nicht nur als Vater genannt, sondern es ist auch die Rede von Gott als Vater und Mutter. Dann ist die Rede von Gott als guter Hirte. Oder die Rede von Gott, der im Feuer, also im Dornbusch erscheint. Oder Gott als Tauben, als Heiliger Geist oder Heilige Geistkraft. Gott lässt sich also nicht auf einen Punkt bringen. Und das ist eigentlich das Anliegen, dass man sich das Gottesbild weitet. Dass es verschiedene Bilder gibt von Gott. Und die Vielfalt, die gilt es zu bewahren und zu erweitern, sei es in Gebet, sei es in Text oder auch in Lieder. Und es gibt an vielen Orten, gibt es ja schon so eine Praxis dazu, das sagt man zum Beispiel beim Kreuzzeichen im Namen Gottes, uns Vater und Mutter, oder auch es wird im Gebet mit weiblichen Bildern wie du Quelle der Liebe verwenden. Also es ist nicht so, dass man jetzt hier einfach nur das männliche Gottesbild pflegt. Aber das wird man eigentlich durch das bewusst machen. Und ich denke, nur so kommt man wir mit Gott, so weit wie wir das über, was wir das überhaupt können, irgendwie gerecht. Dann die menschenrechtsbasierte Kirche, das ist der 10. Schritt, der letzte eigentlich auf dem Flyer. Da geht es darum, dass wir ja, wie ich schon gesagt habe, wir können die duale Struktur in unserer Kirche, das Zusammenspiel von pastoralen und staatskirchenrechtlichen Führungslinien. Und die pastorale Führungslinie, die ist ja hierarchisch-monarchisch geprägt. Also da gibt es eigentlich keine Gewaltenteilung, da gibt es wenig Kontrolle und wenig Transparenz. Das ist einfach marginal entwickelt. Und da, das ist ja jetzt eben auch bei dem Missbrauchsskandal, ist das auch zum Vorschein gekommen, dass man sagt, dort muss einfach etwas anders werden. Mehr Transparenz, mehr Kontrolle, die Macht, die muss geteilt werden. Sonst wird das einfach gefördert. Und das ist da ein Anliegen bei dieser menschenrechtsbasierten Kirche unter dem Schritt. Und wir wollen hier Partizipation, also Teilnahme von allen Gläubigen, wollen wir hier gerne fördern und Gleichberechtigung von Frau und Mann.
für mich persönlich habe ich einfach auch gemerkt, es stimmt für mich nicht, wenn man einerseits sagt, Mann und Frau haben die gleiche Würde, aber bei den gleichen Rechten macht man einen grossen Unterschied. Frauen dürfen nicht Priesterin werden, die können nicht geweiht werden. Und für mich gehören auch Würde und Recht gehören für mich zusammen. Also ich denke, da müssen wir wirklich schauen, wie wir da in Zukunft mit dieser Frage, mit der Stellung der Frau in der katholischen Kirche umgehen. Und ich bin überzeugt, die Kirche würde an Glaubwürdigkeit gewinnen, wenn man da, wenn da der Frau eine andere Rolle zuteilt würde. Denn, und man würde schauen, was hat der Mensch für Qualitäten, für Fähigkeiten, für Charismen. Wie kann man die am besten einsetzen? Und von dort her ist es eigentlich für mich auch unverständlich, dass man auf so viele Fähigkeiten verzichtet, die eine Frau hat, die eine Frau kann einsetzen in der Kirche für die Botschaft, die wir haben, für die Verwirklichung vom Reich Gottes da, dass man einfach sagt, ja, Frauen sind da nicht zugelassen. Und die Frauen wollen ja mitgestalten, sie wollen auch Verantwortung übernehmen. Und umso mehr ist es unverständlich, wenn man ja wissen, dass, wie schwierig das ist, überhaupt noch pastorales Personal zu finden. Vielleicht haben Sie das Bild gesehen, es war in der Zeitung, es war in gewissen Pfarreiblättern, es war ein Titelbild, so also, etwas Symbolisches, können wir sagen, von einer geschwisterlichen Kirche. Das ist einfach wirklich ein Ausdruck, die geschwisterliche Kirche, von der biblisch fundierten Menschenwürde. Und es ist auch eine Frage von der Haltung und von der Gerechtigkeit. In dem Sinn sind die 10 Schritte wirklich zu verstehen. Also ich möchte noch einmal sagen, es ist ein Diskussionspapier, das Anstöße geben soll, dass man miteinander das anschaut, miteinander darüber redet und schaut, wo können wir bei uns die Geschwisterlichkeit, wo können wir uns da miteinander auf den Weg machen und kein Forderungskatalog. Also es gibt noch weitere andere Punkte, wo man auch sich muss miteinander auseinandersetzen muss. Da habe ich Ihnen gesagt, ich möchte Ihnen noch ein bisschen auch sagen, von wo dass ich, von welcher Kirche dass ich träume. Ich träume von einer Kirche, wo Botschaft und Strukturen nicht auseinanderklaffen. Von einer Kirche, wo Frauen und Männer gleiche Würde, aber auch gleiche Rechte haben, also eine geschwisterliche Kirche, wo in dem Sinn auch die Frauen können die Kirche mitgestalten, ihr ein Gesicht können geben können, eine Kirche, die auch weibliche Züge hat. Und in dem Sinn möchte auch ich als Frau in dieser Kirche Einfluss nehmen und mitgestalten. Der Kardinal Franz König hat ein längeres Gebet geschrieben zu dem, das möchte ich jetzt Ihnen nicht alles vorlesen, aber ein Satz oder ein Gedanke, den er dort geschrieben hat, möchte ich Ihnen auch mitteilen. Und er hat dort geschrieben, ich wünsche mir eine einladende Kirche. Eine Kirche, der nichts fremd ist. Eine Kirche nicht der frommen Sprüche, sondern der helfenden Tat. Zum Schluss möchte ich Ihnen herzlich danken, wenn Sie weiterhin miteinander und füreinander, das ist ja das Motto von Ihrem Jubiläum, unterwegs sind und bleiben, beherzt und beharrlich, mit Blick auf eine geschwisterliche Kirche, eine glaubwürdige Kirche. Ich danke Ihnen, wenn Sie gewohnt unterbrechen, mutig aufbrechen, im Gespräch bleiben, Neues ausprobieren, ausbrechen. Und wie Katharina von Siena gesagt hat, nicht das Beginnen wird belohnt,
sondern das Durchhalten. Und so wünsche ich uns allen Kraft zum Durchhalten. Und dabei sind wir ja nicht allein. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns begleitet und uns stärkt auf dem Weg. Danke vielmals fürs Zuhören. Ganz herzlichen Dank, liebe Renata Asal. Ich darf als erste Reaktion sagen, dass du heute Abend da bei uns in der Kille Bruder Klaus der Kille ein Gesicht gegeben hast und ein weibliches Gesicht. Und dafür möchte ich dir von ganzem Herzen schon jetzt Danke sagen. Liebe Zuhörende da in der Kille und auch die, die uns am Bildschirm zuhören, der Abend ist noch nicht vorbei. Frau Asal ist auch deswegen zu uns gekommen, damit wir mit ihr dürfen ins Gespräch kommen. Wir dürfen ihre Frage stellen, wir dürfen auch einfach eine Bemerkung machen zu etwas, was sie gesagt hat, gell? Sicher, ja. Was uns besonders Eindruck gemacht hat oder besonders hängen geblieben ist. Oder auch zu etwas, wo wir jetzt angestoßen sind, ja, und denken, wie kann sie das sagen? Also bitte darf ich Sie einladen, Ihre Fragen zu stellen, Ihre Bemerkungen zu machen. Tun Sie mir einfach ein Handzeichen geben und der Cedric wird dann zu Ihnen kommen mit einem Mikrofon. Was ist Ihnen besonders? Ja, ich sehe jemanden. Ja, der Robi. Ja. Ich möchte mal ganz herzlich danken für das Referat. Und ganz am Anfang haben Sie etwas gesagt, das mich wie zurückgeholt hat, wo ich angefangen habe, vor 12 Jahren, ist Marco Riedweg. Ich war noch nicht am Monat da, ich habe ihn gar nicht gut gehört. Hier drin war und hat eigentlich genau das gesagt, was ich heute 12 Jahre wieder sage, oder später wieder sage, und zwar Basis. Die Basis muss sie teilnehmen. Er hat das vor 12 Jahren mir schon wirklich eindrücklich gesagt. Er hat gesagt, wenn die Basis jetzt nicht vorwärts macht, wird es einfach extrem schwierig. Und es tut gut, dass sie das wieder sagen. Und wir müssen wirklich die Basis, wir alle, die jetzt drin sind, wir müssen einfach etwas vorwärts machen, weil wir können wirklich nicht darauf hoffen, dass von oben her etwas kommt. Es muss wirklich von unten kommen und dann hat es auch ein gutes Fundament, finde ich. Das eine, und dann habe ich gerade eine kritische Frage oder Bemerkung zu diesen 10 Punkten. Ihr habt ja wie vom Bischof einen Auftrag gehabt oder eine Aufforderung, das zu machen, und kaum sind die, ich sage jetzt mal, veröffentlicht gesehen, lesen wir in Bern Tagblatt oder wie das auch immer heisst, dass er eigentlich nur hinter dem ersten Punkt stehen könnte. Das hat mich ein bisschen befremdet, er, der eigentlich so einen Auftrag gibt. Wieso ist das so passiert, dass er sagt, ja, eigentlich können wir nur hinter dem ersten Punkt stehen? Also wegen was, dass das Interview so rausgekommen ist, kann ich jetzt Ihnen auch nicht so sagen. Es ist nicht, also er hat uns nicht in dem Sinne einen Auftrag gegeben. Er hat angestoßen, wir sollen ihm Vorschläge machen. Und das haben wir durch die 10 Punkte gemacht, die 10 Schritte. Und ich muss sagen, wir haben den Bischof Felix auch bevor, dass wir das veröffentlicht haben, haben wir mit ihm ein Gespräch gesucht, das Arbeitsgruppe. Wir haben über 2,5 Stunden mit ihm ein Gespräch gehabt, leider nicht vor Ort, aufgrund von Corona, es wäre so geplant gewesen, aber das ist halt nicht möglich gewesen. Haben wir ein Zoom-Gespräch gehabt, haben mit ihm, vorgängig hat er den Flyer gesehen, also der Flyer war schon trocken gewesen, aber er hat ihn gesehen. Wir haben mit ihm darüber geredet und es ist auch, die Arbeitsgruppe hat auch nicht erwartet, und dass er jetzt von allen Punkten so begeistert ist, das
das haben wir schon so gedacht. Und das Gespräch ist auch anders gesehen, als der jetzt den Artikel in dem, es ist das Berner Pfarreiblatt. Also wir haben uns dort sehr gut und offen können miteinander auseinandersetzen. Er hat gesagt, wo er die Punkte anders sieht. Und aufgrund von dem Gespräch haben wir auch noch Erwägungen gemacht zu diesen 10 Schritten, weil wir dann gemerkt haben, die sind ein bisschen knapp, man versteht das nicht so gut, man muss das noch ein bisschen erläutern. Und die sind auch, die kann man bei den Landeskirchen, sie könnten den Flyer mitnehmen, schauen, können sie ins Internet schauen, bei den Landeskirchen auf der Webseite sind auch die Erläuterungen auch drauf. Und wir wollen das auch noch ein bisschen weiterziehen, kommunikativ, oder, dass wir die einzelnen Schritte auch noch anders kann verschiedene Sichtweisen auf die Schritte zeigen. Ich habe es auch bedauert, ich muss es auch so sagen, dass er so reagiert hat. Aber ich glaube nicht, dass es hat ja noch das Interview gegeben von, ich weiß nicht, ob Sie das auch gelesen haben, der Herbert Guth und ich haben auch auf katz.ch aufgrund von dem Artikel im Berner Pfarreiblatt noch ein Interview gegeben. Und also ich gehe sehr davon aus, dass jetzt hier nicht Türen zu sind oder so, überhaupt nicht. Also das wäre nicht Bischof Felix, sage ich jetzt mal, sondern und dass eben, dass es halt verschiedene Positionen gibt, oder das ist klar, und da muss man jetzt eben miteinander, es geht darum, dass man da miteinander im Gespräch ist und schaut, was kann man verwirklichen und wo ist es auch nötig, dass man etwas ändert, oder? Und da denke ich schon, die Basis wirklich wichtig, dass es, also es geht ja auch darum, dass man lebendig bleibt, als Christin und Christin, dass man lebendig bleibt und glaubwürdig, dass man spürt, dass wir Christinnen und Christen sind, sage ich jetzt einmal. Das soll man spüren. Um das geht es eigentlich. Und es ist schade, wenn das nicht mehr zum Ausdruck kommt, die Ausstrahlung nicht mehr da ist. Es freut mich zu hören, Renata, dass es jetzt versöhnlicher klingt, wie du es erzählst. Ihr habt geredet mit dem Bischof. Ja, oder? Sicher, ja. Und es ist wirklich sehr unfreundlich über das Pfarreiblatt Bern, wie er reagiert haben soll. Oder es ist wirklich sehr unfreundlich übergekommen. Und ich weiß ja, dass du eigentlich von Anfang an, seit du im Synodalrat bist, schon delegiert gewesen bist im Gespräch mit der Bistumsleitung zum See, oder? Im Auftrag von der Landeskirche. Also du kennst ja auch unseren Bischof schon sehr lang und hast ihn schon oft erlebt im Dialog. Wie erlebst du ihn sonst? Ihr habt sehr viele Themen miteinander schon erörtert. Das ist jetzt einfach das jüngste Beispiel, oder? Ja, ich bin natürlich jetzt als RKC-Präsidentin und er ist ja gerade Präsident von der Bischofskonferenz. Richtig. Haben wir relativ viel miteinander zu tun. Und dort sind wir gut miteinander im Gespräch. Wir haben nicht immer die gleichen Vorstellungen, das ist klar, aber wir sind miteinander im Gespräch und man kann sich mit ihm in aller Offenheit austauschen. Also so erlebe ich ihn. Mhm. Wirklich. Ja. Das ist ja mein Ressort. Ich habe ja im Synodalrat, wir haben ja Ressort, jemand hat Finanzen, jemand hat Jugendarbeit, jemand hat Kommunikation, jemand hat das Ressort Recht und ich habe das Ressort landeskirchliche Instanzen, das ist eben RKZ und Bistum Basel. Also ich bin so ein bisschen wie das Außenministerium, sagen wir amig. Das ist eigentlich mein Ressort. Ja. Und von dort her habe ich, ja, seit dem 12. Jahr habe ich eigentlich bin ich mit ihm im Kontakt und im Austausch, im Gespräch. Das deckt sich auch mit meiner persönlichen Erfahrung, oder? Dass ich immer das Gefühl hatte, der Bischof und vor allem auch der Generalvikar, der Markus Thürig, ist in sehr gutem Gespräch mit den Landeskirchen und versucht da wirklich auf Augenhöhe zum Sie und macht eben keinen Unterschied zwischen Frau und Mann, sondern akzeptiert hoffentlich dich als Präsidentin genauso wie er jeden Mann akzeptieren würde. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Das freut mich. Ja.
Wir haben auch regelmässige Treffen, oder? Zweimal im Jahr mit dem Bistum. Es gibt alle Landes-, wir sind ja 10 Bistumskantone im Bistum Basel, immer jemand Delegierter. Meistens sind die Präsidien sind im Austausch mit der Bistumsleitung. Das ist so im regelmässigen Austausch. Also zum Beispiel das Thema Nähe und Distanz, richtig, das haben wir auch miteinander erarbeitet. Ja. Gut, jetzt sind wir da einen Schritt weiter und haben von dir viel erfahren zu dem Thema. Gibt es weitere Fragen? Gibt es noch ein Thema, das Sie gerne ansprechen würden? Bitte schön. Also, wir haben sehr viel gehört. Und auch gehört, dass Sie, Frau Steger, mit der Bischofskonferenz in Kontakt sind. Und jetzt könnte ja auch so deine Leute eigentlich zum Gottesdienst mitkriegen. Aber der Glaube findet ja nicht nur in der Kirche statt, das ist mir ganz klar. Aber so viele Leute können nicht verstehen, dass nicht einmal an unserem Schweizer Fernsehen hin und wieder mindestens hin und wieder ein Gottesdienst kommt. Und zwar, ob es jetzt ein katholischer oder ein reformierter ist. Man hat das Gefühl, in der Schweiz finde ich den Glauben nicht mehr statt. Wenn man in Deutschen aussen kommt, jeden Sonntag ein wunderbarer Gottesdienst. Und zwar ein Gottesdienst, der wirklich den Menschen sehr nötig ist. Und wir haben viele Leute, die nicht können oder nicht wollen, wegen der Corona in die Kirche kommen. Und ich kenne sehr viele solche Hauptsprüche. Und das wäre ein Anliegen, dass das wirklich mal also ich weiß um das Anliegen und ich weiß auch, dass das so ist, wie Sie sagen. Also das, aber wir haben das, da tut sich wirklich auch die Bischofskonferenz darum kümmern. Es, ich muss es so sagen, es ist nicht am Schweizer Fernsehen. Ja. Ja. Also es ist wirklich, da ist, die sind einfach die Türe sehr, sehr zurückhaltend. Also das ist nicht so, dass die Schweizer Bischofskonferenz da Freude hat oder so, die möchte das auch gerne anders. Aber es ist in der Schweiz, es ist der Unterschied, wie Sie sagen, von Deutschland, das beobachte ich auch. Das ist einfach ein ganz grosser Unterschied. Schweizer Fernsehen ist da sehr zurückhaltend mit Gottesdienst. Das ist so. Ich darf da vielleicht mal einen kleinen Moment meinen Hut ablegen als Moderatorin und inhaltlich eben sagen, ich bin lang Mitglied von der Schweizerischen Kommission für Medien, von der Medienkommission, und es ist genau wie du sagst, das Schweizer Fernsehen ist gekommen und hat das stark eingeschränkt, die Möglichkeit, so Gottesdienst zu übertragen. Man muss auch sagen, dass sie einen grossen Aufwand haben, ein technischer Aufwand, um so einen Gottesdienst zu übertragen. Es müssen geeignete Pfarreien und Zelebranten gefunden werden, die das können, die da auch gut überkommen. Aber das ist nur ein Teil von der Wahrheit, oder? Man würde den Aufwand betreiben, wenn es möglich wäre. Was mir persönlich sehr gefällt, und das haben Sie sicher auch schon verfolgt, die Schweizerische Medienkommission, die Katholische Medienkommission bemüht sich sehr, dass das Wort zum Sonntag von sehr guten und namhaften Sprecherinnen und Sprechern aus allen Kirchen gesprochen wird. Und gut, die Beiträge sind unterschiedlich, mal denke ich, das hätte ich mir jetzt auch sparen können, aber oft bin ich wirklich sehr begeistert und das ist auch Verkündigung vom Wort Gottes im Fernsehen. Also wenn Sie das mal wieder beachten, das Wort zum Sonntag, da sind wirklich gute Sachen dabei. So, jetzt ziehe ich aber wieder den Hut von der Moderatorin an. Aber das hat mich jetzt wirklich sehr interessiert. Ja, genau. Das Thema, das Sie eingebracht haben, ist sehr wichtig. Ja. Das ist sehr wichtig. Und ja, da könnte ich vielleicht noch ergänzen. Ich weiß nicht, ob Sie das, wir haben jetzt in der Corona-Zeit, haben wir auch, also wir haben eigentlich dort angefangen, wo wir wirklich nicht mehr zu Kirche können, kein Gottesdienst mehr stattgefunden haben, haben wir den in ökumenischer Verbundenheit, den ökumenischen Fernsehgottesdienst angefangen, auf Tele 1. Ich weiss nicht, ob jemand von Ihnen die mal gesehen hat. Im 6. Jahr haben wir 3 gehabt, also an Karfreitag, Ostern und an Weihnachten.
Und jetzt das Jahr an Ostern auch einen. Es ist immer abwechslungsweise. Also wir tun unter diesen drei Landeskirchen abwechseln. Reformiert, katholisch, christkatholisch, also wo es stattfindet, in welcher Kirche. Und an Weihnachten ist jetzt auch wieder etwas geplant. Das wollen wir eigentlich denken, dass wir das beibehalten. Ich weiss jetzt nicht, ob ein oder zwei Gottesdienst im Jahr. Das kostet natürlich auch etwas. Es ist nicht so, ist noch recht mit Kosten verbunden. Aber wir haben gemerkt, es gibt Menschen, die jetzt auch nicht raus können wegen Corona oder weil sie älter sind oder aus irgendwelchen Gründen. Es hat immer beachtliche Zuschauerinnen und Zuschauerzahlen und als Ökumenische ist, glaube ich, etwas, das auch anspricht. In dem Sinn. Das haben wir jetzt wie so ein bisschen entdeckt, sage ich jetzt, als Landeskirche hier im Kanton Luzern. Aber das ist natürlich nicht zweimal oder einmal im Jahr. Das ist natürlich nicht jeden Sonntag, oder? Das ist schon so. Ich verstehe Ihre Anliegen. Ja. Ich habe auch gelesen, dass die Gottesdienste einen großen Anklang gefunden haben. Also ich habe viele Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer gehabt. Also ich möchte da auch der Landeskirche ein großes Kompliment machen und beide Landes- oder allen drei. Alle drei. Für das Engagement. Ja. Ich weiß, da es steckt ganz viel dahinter, gell? Man übersieht es ein bisschen. Es ist nicht einfach ein normaler Gottesdienst, wo man aufzeichnet, sondern es steckt viel Vorbereitung und Engagement dahinter. Ja, und man muss auch zusammen wählen, sage ich jetzt mal. Nur schon das ist einmal das Erste, oder, dass man sagt, wir machen jetzt das miteinander, wir machen das ökumenisch. Super. Ganz toll. Ja. Danke herzlich für diesen wichtigen Input zu der Medienarbeit von der Kirche. Wir haben ja auch eine Medienfachfrau da, die kann da mitreden, dass da noch einiges Gutes zu tun wäre in der Kirche. Ja. Gibt es weitere Themen und Fragen oder Bemerkungen? Bitte schön. Ich habe eigentlich ganz begriffen, dass Landeskirche sich nicht gewählt hat, wegen der Gottesdienste. Wir haben sehr große Kirche. Da kann ich Ihnen sagen, da waren wir auch im Gespräch. Das hat man schon auch, das ist ja eigentlich auf nationaler Ebene ist eine Bischofskonferenz, die den Kontakt hat, ich sage jetzt zu der Politik. Und das hat man dort auch eingebracht. Und es ist auch lang gegangen, bis man von der Kirche überhaupt etwas gehört hat, von politischer Ebene, oder? Das ist wirklich, ich weiss es auch nicht, in der Schweiz einfach wenig präsent. Da muss man sich wirklich immer wieder melden und einsetzen. Es hat jetzt halt einfach das BAG hat die Vorschriften gegeben von 50. Das ist, und da kann man sich darüber unterhalten, ob das jetzt sinnvoll ist, wie in einer grossen Kirche genau gleich viel wie in einer kleineren Kirche. Gut, da hat es noch geheißen, mit den Abständen und so. Auf dieser Seite kann man auch sagen, die Kirche ist auch offen gewesen, wo andere Sachen wieder zu waren, oder? Gottesdienste, also es hat eine Zeit gegeben, beim Lockdown, wo kein Gottesdienst hat dürfen stattfinden. Da haben wir aber auch natürlich sehr wenig gewusst von Corona, von dieser Ansteckung, wie das passiert und wie sich das auswirkt. Heute weiss man ein bisschen mehr, aber wir weiss immer noch nicht sehr viel. Und ich denke, das wird, es gibt, ist ja jetzt eine Lockerung in Sicht. Ich denke, die wird kommen. Oder ich glaube, es sind jetzt 100 Personen dort. Das ist im Gespräch. Ja, ja. Und wir hoffen sehr darauf, dass bald wieder 100 Personen dürfen kommen. Und jetzt darf man ja auch schon singen mit Masken. Ja, das es kommt langsam. Es kommt. Ich denke, man muss einfach das Gesamte auch sehen. Ich weiss, fürs religiöse Leben und so ist das einschneidend. Das ist mir klar. Und da sind wir alle gefordert,
einfach fürs Miteinander. Also dass es als Gesellschaft sind wir da gefordert, oder? Solidarisch zu sein. Es geht eigentlich um das. Aber ich denke, das Anliegen von der Dame ist auch sie an dich, dass die Landeskirchen sich auch einsetzen für die Bedürfnisse von den Gläubigen, oder? Also das, und das machen die ja auch. Das ja, das machen wir auch. Ja. Das machen wir sicher auch. Aber es ist natürlich vor allem auch ein pastorales Anliegen. Ja. Oder? Das ist natürlich eine pastorale Frage eigentlich schlussendlich. Aber ja. wir sind schon, das ist wir sind, darum haben wir ja auch die Gottesdienste. Da haben wir gesagt, wenn gar nichts anderes ist, dann machen wir das. Aber ich verstehe das Anliegen, ich verstehe das wirklich. Hat sich jemand, ja, Hanna, du hast dich gemeldet, ja. Ich möchte nochmal zurückkommen auf und mehrere Punkte im Vortrag verknüpfen. Einerseits das Gottesbild, wo halt doch noch in ganz vielen Köpfen männlich ist. Und da hat mir zum Beispiel die Bibel in gerechter Sprache sehr viele neue Bilder geweckt. Das fasziniert mich im Moment und ich vermisse das nicht mehr. Also es ist mir klar, die Einheitsübersetzung bildet, aber dass man nicht ab und zu auch das prägt. Verknüpft mit der Initiative, die du gezeigt hast, Kirche mit den Frauen ist mir ganz nah. Und die Hildegard Eppli, die dort ja, die Initiative dafür ergriffen hat, ist ja kürzlich in St. Gallen in der Inkluse gesehen. Und ich habe sie am letzten Donnerstag treffen und dann können wir ein bisschen reden. Und dann hat sie gesagt, was gelungen ist aus dieser Woche. Ganz, ganz fest immer mehr der Gedanke, was alles verschüttet ist an Frauenbildern. Also eben zum Beispiel die Vorada, wo man einfach nicht drüber redet. Und dann möchte ich jetzt den Bogen schlagen zu der Dorothee Weiss. Als Partnerin von Bruder Klaus ist sie wieder besser gegangen und selbst der Roland Gröbli hat erst jetzt auf Anstoß die ganze Quelle noch mal gelesen und hat jetzt das Buch publiziert, wo er jetzt viel über die Dorothee sagt. Und das Dritte noch mal, oder das Weitere noch, in der Kirche brauchen wir eben auch, also ihr beiden seid jetzt Frauenbilder. Ulrike ist es auch im Gottesdienst und wir sind es gewöhnt, wir haben schon lange nicht mehr Frauen auch, die vorstehen im Gottesdienst. Und ich denke, das ist ganz wichtig und wir müssen ganz fest dran. Danke vielmals, Hanna. Ich darf dir mit Freude erzählen, Renata, dass unser Pfarreisaal in Kürze umbenannt wird zu Dorotheesaal. Und wir wollen als Pfarrei da auch ein Zeichen setzen, dass wir die weibliche Note und die weibliche Stärke und die weibliche Bilder, ich darf sagen, auch Gottesbilder, auch stärken wollen in unserer Pfarrei. Das heisst nicht, dass wir unsere männlichen Kollegen nicht genau gleich schätzen und unsere Priester auch, aber wir Frauen haben in unserer Pfarrei, in unserem Umfeld auch wirklich eine starke Rolle. Und du bist für mich auch ein Beispiel als Frau in der katholischen Kirche, die wirklich ein Führungsämter hat oder zwei Führungsaufgaben, die sehr anspruchsvoll sind und dass du das machst und mit diesem großen Engagement nötigt mir jeden Respekt ab. Wirklich toll. Danke vielmals, Ulrike. Also das ist mit der Grund gewesen, dass ich für das RKZ-Präsidium kandidiert habe. Ich bin in dieser 50-jährigen Geschichte die zweite Frau erst. Ja. Es geht nicht um mich oder so, sondern einfach, dass die Kirche auf der Bischofsebene gibt es ja kein weibliches Gesicht, kann es gar nicht geben, oder? Aber wenigstens auf der staatskirchenrechtlichen Seite habe ich gedacht, dass die Kirche noch ein weibliches Gesicht hat. Ich denke einfach, das ist auch wichtig und es geht nicht gegen ein Gegeneinander oder ein Ausschliessen, sondern es geht ums Miteinander. Ja. Und um das ist eigentlich, weil man kann nur voneinander
profitieren, sage ich jetzt. Es haben ja nicht alle die gleichen Begabungen oder die gleichen Fähigkeiten, die gleichen Charismen. Jemandem liegt das besser, jemandem liegt das besser. Dass einfach alles zur Geltung kommt und dann wird es lebendig. Schön. Ja. Ja. So, darf ich nochmal das Gespräch öffnen? Ja, es gibt noch mehr Fragen oder Anregungen. Bitte schön. Ich finde den Ausdruck «Geschwister mit der Kirche» sehr innig, das gefällt mir. Und ich möchte auch etwas jetzt ganz persönlich sagen dazu. Über Dorothee. Ich habe es durchgehalten bekommen, ich will das lesen, aber so weit ich Dorothee kenne, ist das eine Frau, die bescheiden, demütig, unterstützend, begleitend, füreinander, miteinander, auf dem Weg ist. Und für mich ist Kirche nicht nur Gottesdienst mit Priestern, sondern ich kehre für mich das Wort um, Dienst an Gott. Und da sind wir Frauen ganz gewaltig eingebunden, schon heute. Nicht am Altar als Priesterinnen, aber mit ganz vielen Aufgaben, wo ich manchmal denke, wir können schier mehr erreichen, wenn wir so reduziert, dass wir dürfen auch am Altar Eucharistie feiern. Ich unterstütze das, ich werde richtig verstanden werden. Ich werde wie so einen persönlichen Aspekt einbringen. Wir haben letztes Jahr eine Sitzung gesagt, ich habe die Kirche, wenn alle Frauen, die in der Kirche arbeiten, mal zwei Monate streiken, wirklich jede Frau, schaut, was übrig ist. Und mit dem Bild, finde ich, sind wir sehr tief eingebunden. Es hat ja auch mit uns, was wir was mir für eine Bereitschaft anbringt, im Dienst an Gott, füreinander und miteinander zum Weg zu sein. Das ist mir manchmal noch viel wichtiger, weder, dass wir Frauen jetzt einfach Priesterinnen werden können, wenn sie nicht nur auf das Wort ziehen. Mhm. Für mich ist der Kreis viel größer. Vielen Dank, Bernadette, für die Wort kann ich wirklich unterschreiben, oder dass wir als Frauen könnt auch einander stärken. Ich habe mal vor vielen Jahren gelernt, Frauen stärken sich gegenseitig, indem sie sich zitieren zum Beispiel. Indem ich Zitat gebe von einer anderen Frau und sage, die hat das gesagt, das hat mir Eindruck gemacht. Oder indem sie sich einander bestärken in den Funktionen, die sie haben. So wie ich hoffe, dass du heute auch gestärkt wieder heimgehst aus der Begegnung mit uns. Das wünsche mir dir auch, dass auch wir dich könnt bestärken, so wie du uns bestärkst durch den Vortrag und überhaupt durch dieses Beispiel. So, darf ich eine letzte Runde, ja, ich sehe Regula, und gibt es nochmal eine Wortmeldung, die würde ich gerne noch berücksichtigen, bevor wir dann zum Ende kommen. Regula, und dann ist nur eine möglich. Überlegen Sie sich, was Sie unbedingt noch möchten sagen. Ja, Regula, ja? Also ich möchte Danke sagen für die Arbeit, die ihr leistet. Gerade auch mit der geschwisterlichen Kirche, mit diesen Schritten. Ich persönlich finde es ganz wichtig, dass man die Sachen thematisiert. Vor allem das mit den Menschenrechten, das liegt mir ganz fest am Herzen. Ich habe ganz fest das Gefühl, das hat auch einen Zusammenhang, wie man eben Kirche wahrnimmt. Und ich weiss schon seit einiger Zeit, dass Bestrebungen halt wirklich da sind, gerade von der Politik her, dass man Kirche und Staat trennen will, dass wir nicht mehr miteinander zu tun haben. Und das passiert schleichend. Ich denke, da in Emmen haben wir schon erfahren, dass halt wirklich auch kein Religionsunterricht mehr in den Schulen stattfindet. Das sind so schleichende Prozesse und das hat fest damit zu tun, wie Kirche wahrgenommen wird. Und ich denke, es muss gelingen, zumindest die Menschenrechte, die ja so etwas Zentrales ist und so etwas, wo wir uns gewöhnt sind in der Schweiz, dass das ja auch etwas Wichtiges ist, wo wir einhalten und ausgerechnet in der Kirche findet das nicht wirklich statt. Also der eine Punkt von der Gleichberechtigung, das finde ich, ist halt ein Signal, wo wir gut daran tun, dass wir das können angehen, dass das eben in der Kirche
passiert. Ich habe das Gefühl, dann wird die Kirche auch wieder glaubwürdiger angenommen. Man hat gerade in der Pandemie-Zeit ja gesehen, wie wichtig das Seelsorge ist und wie fest dass das eben. Ich glaube, da hat die Politik auch ein bisschen gemerkt, schlussendlich, dass das wirklich ein Anliegen ist. Jeder Mensch braucht eine Möglichkeit, zu glauben, egal an welchen Glauben, dass es passiert. Aber der Ort, das zu zelebrieren, das ist wichtig, um die Gemeinschaft können zu pflegen. Und ich glaube, das ist gerade auch eine Chance für die Kinder, dass da wirklich das auch anzubieten und auch aufzeigen, was die Kinder leisten. Ich wünsche euch weiterhin viel Mut und Durchhaltewillen, das voranzutreiben auf einer Ebene, die für uns an der Basis jetzt vielleicht nicht ganz gleich möglich ist, aber auch für uns alle, dass wir dran bleiben. Ganz herzlichen Dank. Einmal mehr mutmachende Worte. Danke vielmals. Und ich möchte vielleicht das noch ergänzen. Es gibt auch, wir erwarten aber auch von der Kirche, auch von der Politik, das habe ich auch schon gehört von Politikerinnen und Politikern, dass man eine Stellungnahme erwartet. Man will eigentlich nicht, dass die Kirche nichts sagt, sondern es wird auch zu, also es müssen natürlich ihre Themen sein, sage ich jetzt, oder? Aber was so ethische Themen sind oder so, dann erwartet man eigentlich auch, dass die Kirche sich da äußert, oder? Das ist schon so. Und das dürfte noch mehr passieren, auch von meiner, denke ich. Das wäre meine Meinung so. Ja, ein letztes Votum, bitte schön, Hermann. Ja. Danke vielmals. Regula hat vorhin die schwierige Tendenz angesprochen, wo Kirche und Staat und es gibt auch Bestrebungen entsprechende Auseinandersetzungen. Und ich finde extrem gut die Idee mit dem Kirchensteuer und sei Dank. Nur ist es für mich einfach eine Initiative, von uns ist auch wichtig. Aber was ich vermisse, und da spreche ich jetzt halt ich auch so wie als Kostenminister, ja, in Reaktion von der Politik, in Reaktion zum Beispiel von unserem Kanton, Kantonsregierung, Kantonsrat, fehlt eigentlich. Dabei müssen wir aufzeigen, und Sie wissen es letztendlich auch, wie viele Leistungen das Kirchen erbringt. Wir reduzieren es relativ stark auf Gottesdienst und Tradition, aber wenn ich denke, was Jugendarbeit, was in Altersbetreuung und im ganzen Bereich der Diakonie wirklich unterstützend läuft und wie wertvoll dass das ist, das sehen wir hier zum Beispiel jetzt bei uns, mit unserem Jugendverein, dann finde ich, wir müssen das tun, dass es Kirche sagt und betont, das ist richtig, aber wir müssen irgendwann an Ort den Dialog aufbauen und aufzeigen. Also es wäre wichtig, dass unsere politischen Instanzen, Gemeinderäte, wie auch zum Beispiel eben eine Kantonsregierung, Kantonsrat und so weiter aufzeigen, wie viele Aufgaben für insgesamt, also wir reden jetzt wirklich von allen kirchlichen Institutionen, wie viel das sie leisten, wie viel das sie unterstützen und wie viel das sie auch letztendlich wirtschaftlich im Staat abnimmt durch das. Und das finde ich, das müssen wir noch vermehrt betonen und dann wenn man so eine Scharnierfunktion hat wie du, dass man das auch immer und immer wieder. Wir haben ja die Kontakte aufgezeigt und auch ein bisschen eingefordert. Vielen Dank. Danke, Hermann. Also ich kann einfach sagen, das passiert schon auch. Also wir sind zum Beispiel alle drei Landeskirchen, haben wir einmal im Jahr ein Treffen mit dem Regierungsrat Guido Graf, weil wir da gewisse Berührungspunkte haben im Flüchtlings- und Asylbereich oder im sozialen Bereich. Oder? Das wird, glaube ich, schon auch gesehen. Die Kirche muss einfach manchmal denke ich, aufpassen, dass sie nicht all das, was der Staat der Kirche nicht Aufgaben übergibt und die Kirche macht, sondern dass der Staat auch seine Verantwortung auch im sozialen Bereich auch übernimmt. Das denke ich, das ist etwas Wichtiges. Ja. Ja. Gut, wir kommen zum Ende von unserem sehr spannenden Abend.
Ich möchte Ihnen allen ganz herzlich danken für Ihr Interesse. Ich möchte auch denen danken, die uns per Livestream zugelassen haben und von der Hajus mitverfolgt haben. Aber mein ganz großer Dank gilt dir, liebe Renata Assal-Steger, dass du heute bei uns gewesen bist und im Rahmen von unserem 50-Jahr-Jubiläum von der Pfarrei Bruder Klaus uns so interessante Einblick in deine Aufgabe gegeben hast und unsere Frage mit dieser Offenheit und Herzlichkeit beantwortet hast. Ganz herzlichen Dank. Der Robby wird jetzt hoffentlich gerade wieder kommen mit einem Geschenk für dich. Da ist er. Oh, das ist schön. Das ist eine Heimosterkerze. Oh, das ist ganz schön. Entworfen zum Motto vom Jubiläumsjahr. Oh, sehr schön. Füreinander, miteinander. Ja. Ganz schön. Das ist von einer blauen Ringleiterin, die das Motto entworfen hat und den Text auch geschrieben. Sehr schön. Das ist noch ein Blumenstreusli. Oh, das ist ganz schön. Ganz herzlichen Dank. Danke vielmals. Küsse darf man leider nicht. Küsse darfst du leider nicht. Ja. Also ich möchte auch noch sagen, es ist mir wirklich eine grosse Freude und auch eine grosse Ehre gewesen, dass ich eingeladen worden bin. Ich habe das sehr gerne gemacht. Ich bin sehr gerne gekommen. Es war für mich auch eine Auseinandersetzung mit dem Thema. Das ist auch für mich schön gewesen und ich möchte Ihnen herzlich danken. Ich habe das Gefühl, Sie sind eine sehr lebendige Pfarrei. Das ist nicht überall so, dass man da so interessiert ist und so Fragen stellt. Das freut mich sehr und ich möchte Sie ermuntern, da weiterzumachen in dem Miteinander und füreinander. Also wirklich ganz, ganz herzlichen Dank. Zum Schluss möchte ich nur sagen, du hast in deinem Vortrag erwähnt, dass die Kirche wieder an Leuchtkraft gewinnen muss, gell? Und dazu passt ein Geschenk, das wir als Seelsorgerinnen und Seelsorger heute von unserem neuen Pastoralraumleiter bekommen haben. Wir werden ab August einen neuen Chef haben, der David Rüegsegger. Und er hat uns allen Zündhölzli überreicht, weil er gesagt hat, mit einem kleinen Zündhölzli kann man ein ganz großes Feuer entfachen. Und das wünsche mir dir auch, dass du mit dem, was du tust, für die Kirche, für die Landeskirche, für die RKZ, ein großes Feuer kannst entfachen. Danke vielmals, Ulrike. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Kommen Sie gut heim. Ich möchte auch nicht Ulrike ein kleines Zeichen für die gute Moderation. Danke, das ist ja brilliant. Sehr herzig. Du hast sehr gut moderiert. Danke, danke. Ja. Habe ich auch sehr gerne gemacht. Kommen Sie gut heim? Ja. Das ist jetzt also schön. Das mit der Zeit.